Hallo liebe Schüler, heute geht es zum Prozentberechnen. GWPWP. Ja, zum Beginn müssen wir ein paar Begriffe klären, die brauchen wir nämlich jetzt später die ganze Zeit bei den Berechnungen. Wir haben zum Beispiel so eine Aufgabe. Von 25 Schülern können 21 schwimmen. Das sind 21 25stel, wenn man es als Bruch darstellen will. Ja, 21 von 25 könnten wir quasi als Bruch darstellen, 21 25stel. Und das können wir natürlich dann erweitern auf 84 Hundertstel. Und das sind 84%. Schon wären wir jetzt quasi beim Prozentrechnen. Hier geht es aber noch gar nicht erst ums Rechnen, sondern erstmal das Bestimmen von Größen. Von 25 Schülern, das ist der Grundwert. Beim Grundwert ist immer das, was quasi schon die ganze Zeit vorhanden ist. Und dann betrachtet man aber immer bloß eine bestimmte Menge. Entweder mehr oder weniger, auf mehr kommen wir später. Meistens ist es weniger. In dem Fall sind es 21er und das nennt man den Prozentwert. Also ich möchte wissen, wie viel Prozent sind 21 von 25 Schülern? Gibt ja da mehrere Beispiele, wo Prozentrechnen vorkommt, wie zum Beispiel bei den Wahlen oder sonstigen Sachen. Da kommen wir später dazu. Und das, was hier steht, das ist dann der Prozentsatz P. Ist immer schwierig, das Ganze rauszulesen. Also quasi die 25 Schülern, das ist das Ganze. Prozentwert ist das, was man betrachtet. Und der Prozentsatz ist das, was man dann berechnet. Und da gibt es mehrere Konstellationen, was da zur Verfügung steht. Zum Beispiel, Leni spart im Monat 10 Euro von 40 Euro. Das sind 25% seines Taschengeldes. Ein Big Mac kostete früher 2,50 Euro, heute 3,59 Euro. Das sind 43,6% mehr. Das, was ihr jetzt tun sollt, ist einfach nur mal im Kopf sie überlegen, wo ist der Grundwert, wo ist der Prozentwert, wo ist der Prozentsatz bei beiden Aufgaben. Und zwar drückt ihr jetzt auf Pause und erst wenn ihr es gelöst habt, dann wieder auf Play. Pause drücken, jetzt sofort! Ja, schauen wir es uns an. Hier steht, die Schlaufüchse würden nämlich sagen, ach, das geht wie hier oben, zuerst kommt der Grundwert, dann der Prozentwert. Stimmt nicht. Leni spart im Monat 10 Euro von 40 Euro. Das heißt, das ist das, was sie spart, das ist das, was ich betrachte, das, was ich jetzt mir angucken will, was ich berechnen will. Von 40 ist das Ganze, der Grundwert. Und klar, da wo das Prozent dran steht, das ist der Prozentsatz P. Dann, ein Big Mac kostete früher 2,50 Euro, heute 3,59 Euro. Das sind 43,6% mehr. Das ist jetzt gleich mal eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Wahrscheinlich hat das kaum einer richtig. Hier steht nämlich der Grundwert, hier steht der Prozentwert und hier steht der Prozentsatz. Was wir hier nämlich haben, ist eine Preiserhöhung. Das heißt, das ist der gesamte Wert oder der Grundwert gewesen, von dem wir ausgehen. Dann kommt eine Preissteigerung. Das heißt, es sind jetzt 43,6% mehr. Oder man könnte auch sagen, es sind 143,6%. Denn das 2,50 Euro, das waren 100%, das war quasi das Ganze. Dann kommt gut was drauf, also eine gute Preiserhöhung, dann sind es eben nicht mehr 100%, sondern sind es weit mehr wie 100%. Also da aufpassen. Wenn wir hier 10 Euro von 40 anschauen, dann ist es meistens so 25%. Da kommt ein kleinerer Wert wie 100 raus. Aber wenn wir eine Erhöhung haben, also mehr werden, wie zum Beispiel hier beim Big Mac, dann kann es auch durchaus sein, dass der größere Wert trotzdem Prozentwert ist. Immer schauen, was man betrachtet und auf was sich der Prozentwert bezieht. Prozentwert und Prozentsatz beziehen sich nämlich immer aufeinander und Grundwert ist das, wovon man ausgeht.